Nur ein Tropfen der Wahrheit lindert den Schmerz. Willkommen zu Cloud Palace. Jetzt geht's hier zur Sache. Ich merke das schon hier. Ja. Ich kriege ja gleich schon wieder Zustände, wenn ich das hier sehe. Ja, läuft bei mir. Okay, bling, 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 brilli, bling, bling. Wisst ihr was? Die Schürschi läuft. Die Schürschi. Okay, mit Blind Jumps und allem Zip und Zap, aber der Hintergrund ist cool. Wie macht man das, dass sich das so geil bewegt? Ich habe keine Ahnung. Das ist so SMW-Zauber. Magic. Und das... Deswegen heißt es ja auch Luna Magic, ne? Ey, du Husol! Digga, geht nicht so. Digga, geht nicht. Okay, die wissen selber, dass das nicht geht, deswegen schmeißen sie mir hier einen Pop... Gott, ist er... Ich wollte schon sagen, ist der Quite oder was? Die dürfen alle nicht Quite sein, die Jungs hier. Er ist gefeit. Er ist gefeit. Aber der Rest nicht doch, er war jetzt auch gefeit. Was ist hier? Ist er da gefeit? Warum eigentlich gefeit? Können wir das etablieren, so dass hier nicht kaputtbar mit Feuerblume mittlerweile bei SMW gefeit heißt? Jemand ist gefeit. Jo, Hammer. Okay. Oh, schon wieder. Das ist so ein räudiger Sprite. Da, genau wegen sowas, meine Güte. Ich wär auch lustig dafür, dass man hier irgendwie versucht, so Custom-Sachen reinzudödeln, ne? Aber das. Er hier ist einfach unausgereift. Na, was kann ich denn gegen ihn machen? Damit man nicht in diesen Hitboxen seiner komischen... Tut mir leid, also die Levels an sich, die sind ultra geil hier bei Master Hands Tuesday. Aber die Bosse, die sind nicht getestet worden. Ja, jetzt. Pass auf. Er will's wissen. Mega Man. Lachsnacken. Au, au, au. Ach so, ist der Midway-Boss oder wie ist denn? Das ist natürlich lustig zu erfahren. Eine tolle Wurst. Jetzt ist jetzt schon wieder mein Power-Up weg. Okay. Kann ich mit leben? Oioioi, das hätte fast ins Auge gehen können. Ja, und da ist das Power-Up. Ich hoffe mal... Oh Gott, er ist ein Schnellen. Wieso macht man das nicht so, dass man denen andere Farben gibt? Also ich bin ja sowieso ein Freund von Kennzeichnungen in SMW-Hacks. Oh Gott. Das heißt, wenn ein Gegner ein anderes Moveset hat, dann sollte der auch anders aussehen. Ich meine, im Originalspiel war das auch genauso. Ich habe euch schon mal gesagt, wie sehr ich auf diese Flug- und Wolkenpassagen abfahre. Ich meine, Wolken und Fliegen und so weiter, das ist... Wolke geht noch. Weil Wolke kannst du theoretisch unendlich lange haben. Aber Ballon ist immer mit Zeitlimit. Und da fängt die Suppe an zu kochen, das sage ich euch. Da kriege ich dann auf die Fresse, wenn ich dann auf einmal versuche... so schnell wie möglich durch den Level durchzukommen, wirst du einerseits hektisch und kriegst immer auf die Fresse. Aber wenn es zu langsam machst, dann... Oioioi. Ich habe das Gefühl, dass mein SMW-Commenting in letzter Zeit zu dem erwachsen ist, dass ich einfach nur sage, was hier doof ist und was nicht so. Okay, ich hatte Angst, dass er jetzt einer von den Harten ist. Ist er aber nicht, ist ein Soften. Er ist hier ein Harten. Und die Harten kommen gar nicht. Ja, tun sie alle. Hey, hey. Das ist jetzt so ein Let's Player-Witz hier, ne? Die Harten kommen in den Garten und er ist in den Harten und der muss dann in den Garten und, es gibt Leute, die verdienen damit ihr Geld und auch nicht zu wenig. Aber ich hoffe mal, dass meine Witze teilweise ein bisschen besser sind. Ich weiß nicht. Also, ich gebe mir Mühe. Ich kann es einfach nicht ändern, wenn es einmal nicht so ist. Das tut mir auch ein bisschen leid. So, Boonlight Forest läuft. Uiuiui. Woher kenne ich den Hintergrund? Ist das Castlevania?
Oh, der Schaffler, der mit den hier Würfeln, der Würfelspieler war das ja immer. Okay, ja, mach. Oi, oi, oi. Okay, ist das so eins, wo man... Ah, ha. Warte mal. Oh, okay. Das ist gut zu wissen. Wie das funktioniert, ist echt eine Information wert. Und er kriegt noch einen mit hier. Moin. Okay. Der kleine junge Mann. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, ich merke das schon. Aber wie soll ich an ihm denn vorbeikommen? Das ist jetzt der große Kasus Knactus. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Okay, jetzt kommen wieder die kleinen Viechers hier. Jetzt wieder der Würfelspieler. Ich hole mir ein Power-Up. Meine Meinung ist immer noch, das habt ihr ja schon mal gehört. Ich bin der Meinung, dass man nicht unbedingt überall einen Stun reinmachen muss. Das ist räudig. Man kann ja die Gegner so machen, dass sie versuchen, einen zu schlagen. Ja, aber immer wieder hier Kontrollverlust ist für Super Mario World Spiele überhaupt, in jedem Spiel ist das scheiße. Überlegt mal hier in anderen Spielen, wenn ihr keine Kontrolle über euren Charakter habt. League of Legends, wenn ihr von einer Ari-E getroffen werdet, dann kriegt ihr ja gleich schon wieder Blitzherpes. Das ist immer so. Und dann läuft ihr in den Gegnern entgegen oder wenn ihr von Rammus verspottet werdet, ja, immer wieder scheiße. Oder hier... WoW, kriegt ihr ein Fear oder was? Ah! Fear! Und dann könnt ihr auch wieder nicht lenken, sondern müsst einfach euch das angucken, wie ihr ins Verderben lauft. Das ist Kacke! Und das, daran hat keiner Freude. Niemand! Auch du nicht, Brutuskis. Du findest das auch scheiße. Nein, ich finde das eigentlich ganz gut. Nein, auch du nicht. Okay. Riesenstuckies. Ja, das ist so meine Philosophie bei so Riesenstuckies. Da muss man keinen Endgegner draus machen. Den kann man auch einfach ignorieren. Okay, der war frech, weil er schon von vornherein angefangen hat zu werfen. Sag mal, ist bei euch eigentlich irgendwas falsch verkabelt da oben oder was hier in dem Heck? Was muss denn da nicht? Wollt ihr mich hier verarschen oder was? Also, ich merke mir da immer mit dem Spinjump drauf. Oh Gott, jetzt muss ich mich gerade am Auge kratzen. Ich dachte, da käme kein Gegner. Leute, wie gefällt euch das Projekt? Ich bin ehrlich gesagt etwas unzufrieden, muss ich sagen. Also, es ist jetzt... True Rush hatte mir empfohlen, diesen Hack zu spielen. Ich soll das mal machen, aber er wollte mich eigentlich nur verarschen, weil er alle Nase lang den Toaster dann vorkommt. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Das ist ja ein Feuerwerk von Custom irgendwas, aber irgendwie, es fehlt, die Würze fehlt, die Würze. Das sind Lachsnacken. Oh Mann. Oh, diese Hitbox von denen, ne? So. Ast rein. Jetzt geht das bis zur Baustelle, nur noch bergab geht das. Ja, Power Up. Und, alleine, wenn irgendwas so hoch springt wie du und du nicht höher springen kannst, das ist schon scheiße bei Mario. Das ist immer Kacke. Uiuiui. Jetzt Party angesagt, die Party. Hui. Rallen. Und hoch. Weiter geht's. Wow. Ja, läuft, Leute, läuft. Nein. Das war eine Sekunde zu spät. Uiuiui. Wenn man klein ist, hat man immer Probleme. Bei Super Mario World. Oh mein Gott, ich dachte, ich muss da jetzt drauf springen. Oh Mann, diese Hitboxen von diesen Scheißviechern. Also, jedes Mal, wenn ich... Also, deswegen finde ich ja Vanilla Hacks auch so geil. Weil dann weißt du, ja, die Sprites funktionieren alle so, wie sie sollten. Und du...
kannst dich darauf einstellen, was sie machen. Da gibt's keinen Blödsinn mit Kassem, irgendwas, wo irgendjemand nicht weiß, was da los ist und wann nicht alles. Nee, das ist alles nicht drin. Da kannst du einfach sagen, yo, das ist ein Cooper und das bleibt auch ein Cooper, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt ein Chuck oder was? Ich weiß nicht, was ich so von Custom-Sachen so hundertprozentig halten soll. Andere Leute sagen, es sei ein Qualitätskriterium, ja. Wenn es keine Custom-Graphics gibt, dann ist der Hack scheiße. Aber das sehe ich anders. Ich sehe es anders. Ich bin der Meinung, dass zu viele Custom-Graphics, also nicht nur Graphics, also Graphics an sich reicht. Das ist schon in Ordnung, aber ich fahre einfach mal hier lang. So. So, Custom Sprites, Custom Gegner. Also das ist ja jetzt komplett neu gecodet hierfür. Die sind immer kacke. Die funktionieren seltenst. So wie sie sollten. Was weiß ich. Guck mal sowas hier alleine. Das ist einfach doof. Ich bin... Ich bin eigentlich ein Gegner davon. Aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, weil man sich kennt. Und dementsprechend diese normalen Mario-Strategien, die man so hat, in seinem Leben aufgebaut. Wenn man so über 25 Jahre ist, dann passiert das schon mal. Dass man so ein bisschen, wenn man Mario damals gerne gespielt hat, anfängt, Strategien dafür aufzubauen. Dass du weißt, wie sich irgendwelche Gegner so bewegen. Ja, kannst du auch übertreiben, ne? Oh nein! Oh meine Fresse! Ist das hier so eine Scheiße? Das gibt's nicht. Und dieser Hack ist einfach so unstrukturiert, was Speicherpunkte angeht. Es ist so ein bisschen so, ja, das wird schon irgendwie laufen. Und wenn du es nicht schaffst, dann machst du eben das ganze Spiel nochmal. Nee, das ist nicht cool, Kerle. Das ist echt nicht cool. Das war wieder so eine Bro-Dude-Platzierung. Ist das jetzt a thing, so Bro-Dude? Den für sowas verantwortlich machen? Weil das damals in seinem Hack so getan hat? Ja, ich denke schon. Ja, es gibt Sachen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da ist man einfach sein Leben lang für gestraft. Das ist so. Und wenn man solche Sachen da implementiert, dann ist das eben a thing, wie man so schön sagt. So. Das sind so... Ein Bro-Dude ist bei mir irgendwelche Gegner da einpacken, wo jeder normale Mensch hingesprungen wäre. Töten! Was ist mit ihm denn? Sag mal, machst du da deine... Was ist er denn für eine Sau hier? Hallo? Okay, ich habe schon mehr als dreimal getroffen. Ja, ich weiß, einige von euch mag es wahrscheinlich nerven, dass ich sage, man muss einen Gegner dreimal treffen und dann ist gut. Aber es ist einfach so. Das ist eine Nintendo-Regel. Dreimal Gegner treffen, dann ist Ende. Ist der E-Mail. So, jetzt darf ich mir noch ausdenken, wie man das hier mit dem Secret Exit macht. Und ich habe mir gerade so richtig lasziv durch meine Frisur gefahren. Ich bin mir gefahren. So, dann muss man mal gucken. Tolle Wurst, ey. Wenn der Honk hier mal weggeht, ja. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich save mich mal durch. Als wenn das eine Option wäre. Doch, ist eine Option. Auf die Fresse gibt. Okay. Warte, was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Soll ihn da vorbeikommen? Schießen kann ich den auch nicht. Da oben drüber kann ich auch nicht. Hier so durch? Nein. Da müsste ich irgendwo nochmal nachgucken, wie das funktioniert. Oder ich mach's gar nicht. Da komme ich sowieso nur nach links. Was soll ich denn da mit diesem scheiß Secret Exit? Das interessiert doch eh keinen Menschen hier. Okay, jetzt hier Bowser-Level oder was?
Jetzt fällt mir gerade mal auf, wie ähnlich sich das Bowser-Theme und das Dark Forest-Theme aus A Link to the Past sind. Oh Gott, er kommt jetzt hier angerallt, aber ich rall mal eben rüber hier. Ja, Rally gegen Rally. Wer gewinnt? Der Rally natürlich. Oh Mann! Das ist eine schlimme Szene hier. Wo man sowieso warten muss und dann eher noch ein bisschen Stress macht. Das ist ja ein Glücksgefühl, schlechthin. So. Tolle Wurst, da habe ich nichts von gewonnen. Oh Gott, das hätte besser laufen können, aber egal, ich ralle jetzt weiter. Er ist nämlich im Klippo hier gerade. Er ist gefeit. Oh nein, er ist nicht gefeit. Oh ja, genau. Hammerbrüder sind meine Lieblingsgegner, ist nicht. So, Midway Point, wo ist er? Wo ist der Midway Point? Ich habe eh einen Safe gemacht, weil ich eine feige Sau bin. Hehehe. Das ist heute auch mal drin. Hä? Wie soll ich denn da weiterkommen? Da muss man ja auf den Dingern spinjumpen. Oder ich beruhige mich einfach mal, geht auch. So, jetzt. Erstmal so und dann ducken. Dann einfach. Ne, das ist eine schlimme Szene. Also, ich denke mal, dass es mit Spinjumps darauf einfacher ist. Und noch einfacher wäre es natürlich, wenn ich ein Cape hätte. Oder ich mach's einfach so, genau. Okay, so ist easy. Nur diese vertikalen, die horizontalen. Jetzt komme ich schon wieder mit solchen Vokabeln. Oh. Was ist das? Ein Potsdamer? Warum ist ein Radler eigentlich gut? Als wenn ich da anfangen würde, Fahrrad zu fahren. Habe ich eigentlich bei Minecraft schon gesagt, das gibt es nicht. Yay! Ein klassischer Midway Point. Damit meine Glückshormone florieren. Schmeißen hier sowas da rein. Huch! Scheiß, Mem! Sag mal, was ist denn hier los? Ja, ich weiß, es ist Bowser so und so, aber da muss man ja auch nicht unbedingt so am Rad drehen. Huch! Yay. Oh nein, das lade ich nicht. Oh mein Gott! Diese Waffeleisen hier, ne? Wenn es so ganz viele nebeneinander sind, da kann man echt nicht abschätzen, wo die alle lang gehen. Guck mal, jetzt darf ich hier durch. Muss hier durch die... Nee, Quatsch. Wie ist denn die Ideallinie? Ich kann mir auch für 50 Euro vom Affen ein Care-Paket schmieren lassen, aber das mache ich nicht. Okay, jetzt hier ein Safe. So. So, warte, warte. Ich gehe jetzt nach links, dann gehe ich nach rechts, dann lasse ich hier... Ich gehe einfach durch, ohne weitere Fragen hier, ne? Einfach nicht springen, sondern laufen. Ist auch gut. Aber das glaubt man so selten, dass das muss. Oh Gott, jetzt frage ich mich, warum ich mich hier nicht durch den Overcoil geschleppt habe. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich habe es gerade mal... Ey, das kannst du nicht sagen, ey. Nicht einen normalen Boozer-Fight. Oh, das mach ich jetzt nicht. Ja, komm, schmeiß deine Würstchen da und dann ist fertig. Zack. Eins. Was? Zwei. Nee, doch nicht. Tja, da hast du mich wohl verarscht. Sag mal, was ist heute mit mir los? Boing. Erst dieser Versagensschachter bei Mega Man. So, ja, 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 ist in Ordnung. Das haben wir auch nur 100 Mal bisher gehört. Dann kennen wir auch nur aus der Wendy. So, jetzt schmeiß deinen Pilz, blöde Wurst, während du bei ihm zu Gange bist. Guck mal, sie hat schon die ganzen Schlauchbootlippen da. Die ist da total am Lutschen da oben. Ja, die weiß ganz genau, was los ist. Hier, Buse, gib mir Patch.
Und deswegen ist er auch so sauer, weil ich das hier unterbinden möchte. Ich glaube, sie hat da gar keinen Spaß dran. Aber vielleicht mag sie das auch so, das kann man auch haben. Gibt ja so ein paar Menschen, die das mögen. Und sie gehört dazu. Zu Entführungsszenarien und so weiter. Das ist total ihr Ding. Aber ich bin dann eben der Nette und ich mach was dagegen. So. Zwei. Ich könnte mir jetzt erstmal ein schönes Glas Bier trinken. Oh Gott, es brennt! Hilfe! Ich finde alleine dieses Sound, dieses... Wenn er da wieder rauskommt und randaliert. Jetzt schmeiß. Das ist nett von dir. Dankeschön. Und da kommt gleich das Erste. Und prallt ab. Boing. Ning, ning, ning. Yeah. Yeah. Gib mir alles. Gib mir Wärme, gib mir Licht. All die ganzen Farben wieder zurück. Und wir haben es geschafft. Boozer ist erledigt. Jawollo. Und jetzt wird hier gehammt. Oh, jetzt gibt's auch Kies. Thank you, Mario, but your adventure is not over yet. Trotzdem ist Feuerwerk, egal, Etappensieg, kann man auch mal feiern. Ich weiß nicht. So ein. Nur. Zum Beispiel, wenn Schalke einmal nicht 5-0 verliert, sondern nur 4-0, dann machen die auch ein Feuerwerk. Da freuen die sich. Ja, man muss eben in kleinen Schritten denken. Das ist einfach so. Und jetzt bitte kein Abspann. Ja. Chaos Green Switch. Geil. Bis dann.